Und bevor wir dann mit unserem Moped nach Accra gefahren sind, beziehungsweise später dann nach Varanasi, haben wir uns nochmal am Delhi Street Food gestärkt. Und ja, in Accra angekommen, sind wir auch direkt in eine Hochzeitsgesellschaft geplatzt, weil die durch die Straßen gezogen sind. Es war ein nationaler Feiertag, von daher war das üblich, dass man da heiratet. Hier ist der ganze Strom angeschlossen für die Lampen. Stierkampf in Indien. Die kämpfen hier schon seit einer Viertelstunde. Der eine versucht sich mit dem anderen das Horn irgendwie, die Hörner da in die Halsgegend reinzustoßen. Und hier sehen wir das Accra Fort, das zweite Highlight von Accra neben dem Taj Mahal. Sollte man auf jeden Fall mal mit anschauen, wenn man dort ist und noch ein bisschen Zeit hat. Mir persönlich hat es sogar fast noch besser gefallen, weil man nicht die Menschenmassen hatte, die sich da durchdrängen. Und ja, es sind schöne Gebäude. Ist sehr verwinkelt, also macht echt Bock. Ansonsten habe ich mir noch ein Oberlippenbart stehen lassen, also eine Mustache. Und ich wollte einfach mal ein bisschen ähnlicher den Indern aussehen. Und es hat auch tatsächlich funktioniert. Also es ging kein Tag, an dem ich nicht irgendwie Komplimente von irgendwelchen Leuten bekommen habe oder eine Frage, ob ich denn irgendwie indische Verwandtschaft hätte. Und super lustig. Ja, ein weiteres Highlight war, dass lauter Eichhörnchen in dem Park sind. Also in diesem Fort und die klettern am Hosenbein hoch, wenn man einen Keks in der Hand hält und essen den dann. Das war richtig cool. Thank you.
Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, wir sind beim Holi Fest in Varanasi. Das soll für unser Highlight werden, unserer Indienreise. Und ja, in der heiligsten Stadt von Indien, wo Shiva seine Mutter begraben hat, beziehungsweise verbrannt hat im Ganges. Und da wird das Holi Fest sehr traditionell gefeiert. Wir haben allerdings was komplett anderes erwartet. Also es wird hier keine Musik, bis auf diesen Clip, den ich da gezeigt habe, in dieser kleinen Location. Das war die einzige Musik, die gespielt wird. Ansonsten schreit man eigentlich eher nur rum, trinkt viel Alkohol, zerreißt sich Klamotten und schmeißt sich Farbe ins Gesicht oder sonst irgendwo hin. Und ihr könnt ja jetzt mal zählen, wie viele indische Frauen ihr erkennt auf den Videos, auf den Ausschnitten jetzt, dann wisst ihr vielleicht, warum wir relativ bald das Ganze abgebrochen haben, weil es wurde eigentlich immer unangenehmer. Am Anfang war es echt ganz lustig, aber ja, irgendwann war es dann nicht mehr so ganz lustig. Ja, und nach Varanasi haben wir uns dann entschlossen, Indien auch wieder zu verlassen und nach Vietnam zu gehen. Wir hatten noch die Möglichkeit gehabt, runter in den Süden mit dem Moped zu fahren. Es hätte ungefähr 4 Tage gedauert. Da hätten wir dann Strände gehabt und wahrscheinlich auch kulinarisch bessere Sachen, sage ich jetzt mal, weil es hat doch ziemlich alles ähnlich geschmeckt. Also es hat zwar unterschiedliche Farben gehabt, aber die hauen dann immer so viel Masala dran, also von ihren Gewürzen, dass es eigentlich alles gleich schmeckt. Und ja, wir haben uns dann entschlossen, Indien zu verlassen, und mit der Entscheidung waren wir auch im Nachhinein sehr glücklich. Und wir haben dann noch 4 Wochen Vietnam dran gehängt, was erstmal mit Erholung geprägt war. Und ja, das seht ihr dann im nächsten Film.